Social Media, Marketing, die vier Disziplinen, Suchmaschinenoptimierung. Mein Name ist Philipp Sauer, ich bin von der INMO, Sie schauen website-marketing.ch. Ich habe die letzten drei Mal über die ersten drei Disziplinen berichtet. Kreation, Konzeption, die Softwareentwicklung mit Technik, Hosting und auch Hacker- und Spam-Attacken und dann Community Management. Heute geht es um Suchmaschinenoptimierung, SEO. Viele fragen sich wahrscheinlich, was hat SEO mit Social Media Marketing zu tun? Ich sage, ohne SEO ist eine Social Media Marketing Kampagne schon fast auf verlorenem Posten. Denn wenn ich nichts von SEO verstehe, werde ich wahrscheinlich einige Besucher nicht auf meine Seite kriegen. Mit ein paar Inputs kriege ich das eben hin und dann helfe ich, dass eine Kampagne eben auch erfolgreich ist. Schauen wir uns kurz an, was ich damit meine. Als erstes werde ich sicher eine detaillierte Keyword-Analyse machen müssen, zu was schreibe ich überhaupt. Ich muss mir am Anfang, beispielsweise wenn ich einen Blog aufsetze, überlegen, was ist das Thema und auch dann wähle ich ein Thema, nach dem gesucht wird. Also ich nehme nichts, nach dem kein Mensch im Web sucht, denn dann kriege ich auch keine Besucher drauf. Ich schaue also zuerst mal, wie beispielsweise hier mit dem Google AdWords Tool, welche Keywords werden überhaupt im Netz gesucht, welche eben nicht. Das ist die erste Der erste Punkt, den ich angehen muss, dann mache ich mir eine Liste mit vielleicht 30 bis 40 Keywords, über die ich dann auch regelmäßig schreiben möchte, die dann auch in jedem Beitrag drin sein sollten. Dann der zweite Punkt ist sicherlich der Blog. Der Blog ist ja ein Marketinginstrument, das vor allem von Google geliebt wird. Das heißt, sehr viele Besucher kommen über Google auf Blogs drauf, weil diese Blogs eben für Google sehr attraktiv sind. Wenig Kommerz, mindestens schauen Sie so aus und darum liebt Google eben auch Blogs. Aber ich muss natürlich hier schauen, dass ich richtig schreibe, dass ich diese Keywords wieder integriere, dass sie im Titel und so weiter drin sind, dass Google das auch findet, mich so indexiert, mich so rankt und ich so wieder Besuche generieren kann. Wir beispielsweise haben wieder um die 80% unserer rund 1000, 1200 Besucher auf dem Blog drauf über Google. Dann natürlich dasselbe auf meiner Facebook-Fanseite. Auch da sollten die Keywords drauf sein und nicht zu vergessen, auch auf Twitter. Twitter wird von Google genauso indexiert wie ein Blog. Das heißt, auch hier generiere ich wieder Besucher, wenn ich mit den richtigen Keywords arbeite, beziehungsweise kann ich Besucher generieren. Zu guter Letzt dann, vielleicht noch in meinem Fall, ich habe schon vermehrt darüber berichtet, YouTube. Auch auf YouTube muss ich mit den Keywords arbeiten. Der Titel von YouTube wird auch bei Google in dem Link angezeigt, also im Suchresultat. Das heißt, auch da müssen die Keywords drin sein und bei mir kommen doch immerhin 10% der Views in YouTube drin, selber über die Suche, aber dann auch ein paar noch über Google. Das heißt, das Ganze wird auch bei Google gefunden. Ich muss auch da wieder mit den Keywords arbeiten. Das ist ganz wichtig. Und dann schlussendlich, wenn ich das alles mache, muss ich jemanden haben, der das monitort. Das heißt, es muss jemand reinschauen, werden die Keywords verwendet, stimmen die in den Blogpost drin, habe ich die in meinem YouTube-Channel gut integriert und so weiter. Ich darf das dann also nicht vergessen, wenn ich dann loslege mit dem Schreiben. Das heißt, das muss kontrolliert werden, das muss optimiert werden. Und ganz wichtig, ich kann mir auch wieder zwischendurch mal einen Hype raussuchen. Beispielsweise jetzt das Champions League-Spiel. Da kann mehr oder weniger zu jedem Thema drüber geschrieben werden. Dann picke ich mir mal sowas raus und hole dann in dem Bereich auch noch ein paar Besucher auf meine Seite drauf. Logischerweise zu meinem Thema. Klar, nicht einfach so. Aber da versuche ich den einen oder anderen Event mitzunehmen, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist natürlich auch was, das beispielsweise jetzt bei unserem Community Manager dann anstößt, beziehungsweise nach solchen Themen sucht und die dem Kunden, dem Blogger oder eben auch dem Community Manager mitteilt. Das also die Art und Weise, wie SEO und SMO, Social Media Optimization, Hand in Hand gehen. Für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, Suchmaschinenoptimierung im Bereich Social Media Marketing. Das also mein Input zu dem Thema SEO und Social Media Marketing. Würde mich natürlich wie immer hier interessieren, was ihr dazu sagt. Achtet ihr auf solche Sachen oder lasst ihr das links legen? Das würde mich wie immer interessieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INMAG und Sie haben website-marketing.ch geschaut.